Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Wir sind heute in der Späthschen Baumschule in Treptow. Holger Zahn ist da der Geschäftsführer. Herr Zahn, erstmal, wie groß ist denn Ihr Gelände? Das Gelände ist über die Jahre geschrumpft, also wir sind nicht mehr gewachsen. Das ist der Entwicklung der Stadt geschuldet. Ja. Aber aktuell haben wir immer noch 25 Hektar in innerstädtischer Lage in Treptow. Und wer weiß, was ein Hektar ist, dann muss sagen, ist doch relativ groß noch die Fläche. Ne? Und an dieser Stelle sieht man auch, dass es eine Baumschule ist. Der Name, woher kommt der Baumschule? Na, das kommt einfach daher, dass wir praktisch Bäume nicht pflanzen, sondern aufschulen. Ja, und durch das Aufschulen ist der Name entstanden, Baumschulen. Ja, wir haben also praktisch auch nicht eine Baumschule, was auch immer falsch gesagt wird, sondern wir haben Baumschulen. Das ist eine Vielzahl von Anpflanzungen, immer der Plural. Herr Zahn, Sie sind schon seit 1987 hier Mitarbeiter auch der Baumschule. Welche Funktion hatten Sie denn damals hier? Ich habe 1987 eigentlich als Hilfsgärtner hier angefangen. Das ist damals dem geschuldet gewesen, dass die Baumschule überqualifiziert war mit ihrem Personal und hat mir damals aber weitergeholfen, dass ich im Prinzip die Chance hatte, alle Positionen oder alle Arbeiten hier zu durchlaufen, bis hin zum, also über einen Ausbilder, Produktionsleiter, Verkaufsleiter, bis hin zum Geschäftsführer. Das zahlt sich natürlich aus, wenn man mit Mitarbeitern zu tun hat, die dann auch dann sagen, also die Arbeit ist uns zu schwer und wir brauchen 10 Leute, um 300 Tuja zu stechen an einem Tag. Dann sage ich, komm mit raus und machtet euch mit 2 Leuten. Und seit wann sind Sie Geschäftsführer? Erst seit 2002. Wir haben im Prinzip nach der Reprivatisierung versucht, doch aus eigener Kraft heraus wieder Fuß zu fassen, haben die Produktion versucht zu erweitern, haben den Großhandel, die Firmenkunden bedient. Und erst mit diesem Schritt, dass wir uns dem Endverbraucher geöffnet haben, erst mit diesem Schritt haben wir praktisch dann doch eine relativ zügige Entwicklung genommen. Wo sind wir hier gerade mittendrin? Ist ja auch ein Privatverkauf. Ja, na, wo wir jetzt drin sind, ist praktisch für die Endkunden die Fläche, wo man sich die Pflanzen aussuchen kann für seinen privaten Garten. Und wo man sich auch gut beraten kann, da sind wir eigentlich am meisten stolz drauf, das sind die doch sehr gut qualifizierten Gärtner hier vor Ort, ja, die eigentlich in der Lage sein sollten, aufgrund ihrer Ausbildung und Berufserfahrung, die sie schon genossen haben, hier auch alle Fragen zu beantworten. Und dann gibt es hier nebenan die Packhalle? Na, die historische Packhalle führt bei dem einen oder anderen Architekten oder Baudenkmalspfleger zu einem verzückten Aufschrei, wenn er hier reinguckt, weil wir eine freitragende Holzdecke haben. Und das scheint was Besonderes zu sein. Kann ich als Gärtner nicht einschätzen, aber ich sehe es immer an den glänzenden Augen dieser Bauleute. Und das ist eine der ersten Hallen, die hier gebaut wurden, praktisch wo dieser Standort gegründet wurde. Es ist ja nicht der erste Standort von Späth, sondern der dritte. Und der wurde hier so 1875, 1880 begann man hier diesen Aufbau zu entwickeln und aus dieser Zeit stammt auch die Halle. Was gibt es dort? Na, ursprünglich war das eine Vermarktungshalle bei Späth, schon traditionell immer gewesen. Und seitdem wir praktisch jetzt diesen Schritt gegangen sind zu den Privatkunden, haben wir die Halle erstmal bekannt gemacht oder auch publik gemacht, indem wir sie seit 10 Jahren im Herbst immer als Apfelhalle bewerben. Wir haben dort riesengroße, praktisch die großen Obstkisten drin, ja, und verkaufen bei unserem Herbstfest an einem Wochenende 5 bis 6 Tonnen Äpfel. Das heißt also, kommen aus ganz Berlin und aus Randgebieten und selbst aus Brandenburg, aus dem Havelland kommen die Leute zu uns und holen sich die frischen Äpfel bei uns. Dadurch ist die Halle erstmal zur Kenntnis genommen worden und dann haben wir die so Stück für Stück so als kleine Markthalle ausgebaut. Ja, der Herr Zahn, der hat ein bisschen hier in der Schatztruhe gegraben und hat dieses Buch gefunden. Was hat es denn damit auf sich? Wir haben vor
einigen Jahren, also zur 290-Jahr-Feier, haben wir dieses Buch, das ist das alte Gästebuch der Baumschule Späth, zurückgekauft. Es war also nicht in unserem Besitz gewesen. Es wurde uns vorher aber 10 Jahre lang angeboten zu Preisen, die es uns dann doch nicht wert war. Aber zum Jubiläum, dann zur 290-Jahr-Feier, haben wir dann doch zugeschlagen und jetzt ist es wieder hier in der Baumschule zu Hause angekommen. Also wer ist hier so als prominenter Besucher denn vertreten? Ja, das Besondere ist, und das Buch wurde 1884 eröffnet von Fürst Bismarck. Ja, darüber hinaus haben wir eben natürlich dann aus der ganzen Welt erstmal Gärtner, die sich hier eingetragen haben, aus Japan, aus Afghanistan, aus Frankreich der Botschafter, aber auch der Obergärtner des russischen Zaren war hier und hat sich hier eingetragen. Finden die russischen Mitbürger, die es neuerdings in Berlin gibt, immer sehr interessant. Die kommen gerne bei uns Pflanzen einkaufen, wenn sie dann mal einen Blick in dieses Gästebuch werfen dürfen. Ja, gegründet wurde die Baumschule ja, wie der Name schon sagt, von der Familie Späth bzw. einem Christoph Späth, glaube ich. Genau, das war der Gründungsvater damals gewesen, ja. Und die Familie Späth hat das Unternehmen auch bis zum Zweiten Weltkrieg hin geführt als Familienunternehmen. Es gab dann aber große Probleme schon vor Ende des Zweiten Weltkrieges, weil damals der Dr. Helmut Späth bis, sagen wir, 1944 hier immer noch jüdische Mitbürger beschäftigt hat und auch versucht hat, denen dann zu helfen durch Ausstellungen falscher Zeugnisse und Dokumente. Er wurde dann leider Gottes von seinem eigenen Gartenbaudirektor damals denunziert und wurde inhaftiert und wurde dann im April erst 1945, also kurz vor Ende des Krieges, in Sachsenhausen hingerichtet. Ja, und das führte dann dazu, das Unternehmen wurde dann schon zu Zeiten des Nationalsozialismus enteignet führte dann dazu, dass im Nachhinein, nach der deutschen Wiedervereinigung, uns die Geschichte wieder eingeholt hat, dass dann die Erbengemeinschaft von Späth mit der Treuhand gestritten hat, war die Enteignung zur Zeit des Nationalsozialismus die eigentlich rechtskräftige Enteignung damals. Dann wäre er ein Verfolgter des Nazi-Regimes oder war die Bodenreform 1946 die richtige rechtskräftige Enteignung. Da wurde nämlich die 18-jährige Tochter vom Dr. Helmut Späth zum zweiten Mal enteignet, nachdem sie dann das Unternehmen wiederbekommen hatte. Und 1997 wurde es dann doch reprivatisiert, das Unternehmen, und seitdem versuchen wir eben hier wieder Fuß zu fassen auf dem Markt. Der Name ist auch heute noch ein Fund. Ja, wenn man also auch ins Ausland kommt oder auch nach Übersee kommt, dann ist es so, dass man sich vorstellt, man kommt von der Baumschule Späth, dann kennt man es überall. Das ist in der Gartenbaubranche, muss man so, kann man vergleichen mit der Autobranche, meinetwegen Mercedes, ja, ist das bei den Gärtnern mal die Baumschule Späth gewesen. Aber das Besondere ist nicht bloß diese Dimension und Größe, die das Unternehmen hatte, sondern das Besondere ist die Züchtungstradition, dass also hier viele, viele Pflanzen erst neu gezüchtet worden sind. Das ist so, also hier wurden die Pflanzen kreiert, damit sie dann später in anderen Gartenbaubetrieben und Baumschulen produziert werden konnten. Und wenn man heute weltweit guckt in den Katalogen in anderer Baumschulen, dann wird man immer wieder Pflanzen finden, die hier in Berlin-Treptow mal das Licht der Welt erblickt haben, mehr oder weniger als Sorte. Nun sitzen wir ja hier auch in einem historischen Gebäude, wenn man sich hier so, wenn man hier durchschaut, alte Büros mit Glasfenstern drin. Von wann ist dieses Haus? Na, das Haus wurde auch mit der Gründung dieses Standortes, es ist ja der dritte Standort, wir haben ja den Ursprung am Halleschen Tor in Kreuzberg, sind dann in Kreuzberg an die Köpenicker Landstraße weitergewandert und so wie die Stadt sich vergrößert hat, mussten wir dem weichen denn und sind dann 1880 hierher gekommen und aus dieser Zeit stammt auch das Haus. Aber das Haus habe ich, wo ich hier angefangen habe, in den 80er Jahren in der Form nicht kennengelernt, weil zu DDR-Zeiten war das gang und gäbe, dass dort kleine, beschauliche, gemütliche Einheiten geschaffen wurden. Hier waren überall in jedem Zimmer wichtige Leute. Und das Erste, was zu DDR-Zeiten gemacht wurde, die Fenster wurden geschlossen mit Spanplatten, mit Blümchentapete übertapeziert. Und wir waren dann überrascht, als wir hier renoviert haben,
vor einigen Jahren, dass alle Scheiben und alle Wände, so wie sie jetzt da sind, total intakt waren. Wir haben nicht eine Scheibe erneuern müssen, wir haben einfach bloß diesen Überbau weggenommen. Was ist hier noch original spät? Na, original spät ist der Stuhl, auf dem ich sitze. Das ist also der Chefsessel. Und der Tisch, an dem wir sitzen, der ist original. Das hängt sicherlich damit zusammen, dass auch in diesen unsicheren Zeiten hier, gerade in der Nachwendezeit, im Prinzip viele Sachen, weil die Firma in Frage gestellt war, weil sie liquidiert werden sollte durch die Treuhandgesellschaft, viele Sachen dann hier flinke Füße gekriegt haben. Und diese Möbel waren, glaube ich, einfach zu groß und zu schwer, als dass sie durch die Türen gepasst hätten einfach. Ja, und das andere sind Sachen, die wir dann eben nach und nach wieder uns dazugeholt haben oder auf dem Boden gefunden haben oder so.